Schicksal. Das ist zum Tag der Sachsen und andererseits zur Landesgartenschau. Ich gebe es frank und frei zu, ich meinte, gut, man kann selbstbewusst sein, aber man kann sich auch selbst überschätzen. Aber die Reichenbacher haben es bewiesen, es geht, der Stadtrat hat richtig entschieden und die Reichenbacher können darauf stolz sein, was hier geworden ist. Dazu meinen herzlichsten Glückwunsch. Ich bin sicher, es werden Tausende und Abertausende sein, die hierher kommen werden, nach Reichenbach, um die 5. Landesgartenschau zu besuchen. Und damit möchte ich Sie formal und förmlich als eröffnet erklären. Hiermit ist die 5. Landesgartenschau in Reichenbach im Vogtland eröffnet. Vielen Dank. Applaus.